Hallöchen, liebe Freunde, die Loot Redderbox für den Monat Juli. Sie ist da, frisch von der Post heute abgeholt und nicht sofort aufgenommen. Ich habe erst ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, aber ja, die Box und ich sind nämlich heute auch schon durchgeregnet. Als ich sie abholen gegangen bin, gab es einen riesen Regenguss und ja, wir haben alles gut überstanden und es kann jetzt losgehen. Gotta loot them all, das ist hier unser Motto heute. Und wir greifen gleich rein und greifen zu etwas, was ich nicht gleich auf den ersten Blick erkenne und mir mal Hilfe... Oh, geil! Also, es ist ein USB-Stick. USB-Stick und dieser heißt Thor. Ein witziger USB-Stick, nicht für Marvel-Fans, sondern für alle Anhänger des nordischen Donners. 17,90 Euro kostet er. Schaut mal, hier Avengers und ich, oh Gott, meine Hand zittert voll. Ich hole den auch gleich mal raus, der ist relativ gut verpackt. Kriegen wir den hier irgendwie vernünftig raus? Ja. Okay. Der ist relativ schwer. Okay, schaut mal. Das ist jetzt hier das Ding. Ich drehe das mal einmal so um. Und dann kann man hier an diesem Ding so machen. Und dann kommt der Stick da raus. 8 GB hat das Ganze. Das ist ja mal richtig cool. Also ich finde, so ein USB-Stick kann man definitiv immer gebrauchen. Also wirklich. Cool. Finde ich geil, auch wenn er etwas schwer ist. Und dann greifen wir wieder rein und wir haben mal wieder einen Energy Drink. Und das ist der Duff Energy Drink hier. Die schmecken eigentlich auch alle ganz gut. Ich habe ja alle getrunken, die ich bis jetzt immer so hatte. Es schmeckt halt eigentlich wie Red Bull. Relativ cool. 1,90 Euro. Energy Drink im Design der beliebten Simpson Marke Duff. Wir greifen weiter rein und ich... Mein Herz blutet gerade schon wieder, weil ich etwas gesehen habe, was ich drin habe, was ich in einer anderen Form lieber gehabt hätte. Das ist das T-Shirt. Wow. Und wir haben auch mal wieder einen Comic. Und zwar einen Marvel-Comic. Habe ich schon mal gehabt. Den habe ich verschenkt. 4,90 Euro gibt es verschiedene. Ich hatte Wolverine. Habe ich dem lieben Wombi geschenkt. Lasst euch mit einem von unseren Marvel-Comic-Heften überraschen. Einige Raritäten sowie Klassiker warten nur noch darauf, von dir gelesen zu werden. Was haben wir denn hier? Die Wiedergeburt der Helden 1. Die spektakuläre Nummer 1. Iron Man. Bitteschön. Ja, relativ cool. Gibt es Sammler unter euch? Gibt es Sammler? Steht irgendwer auf diese geilen Comics? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich würde es abgeben. Wieder einmal könnt ihr hier bei mir was abstauben. So, das kostet übrigens, habe ich euch schon gesagt, 4,90 Euro. Und jetzt kommen wir. ich bin etwas verwirrt gerade, muss ich sagen. Ghostbuster Slimer Plush. Who you gonna call? Slimer. Zeitlos schleimig unser Plush für Geisterjäger beider Filmepochen. Ich habe einen Slimer. Das ist ja ein mega geiler Scheiß. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir hier unseren Pluto Plüsch gehabt. Pluto Plüsch fühlt sich auch sehr wohl bei mir. Und jetzt darf Slimer... Oh geil, ich habe einen Slimer. Ich liebe Slimer. Ich liebe Slimer. Von mir und Slimer gibt es auch eine traurige Geschichte. Und zwar habe ich in irgendeiner Folge war es, da war Slimer richtig, richtig traurig und hat ganz traurig geguckt und hat gesagt, er hat keine Freunde. Da war ich noch etwas jünger, als ich das gesehen habe, aber da habe ich geweint. Also bei mir wird Slimer hier ganz, ganz viele Freunde haben. Er wird erstmal seinen Platz nehmen, Pluto Plüsch. Und wisst ihr, wer mich da oben noch so anlacht? Moment. Das ist ja mein Freund Chucky, mein Freund Chucky, mein Freund Pluto Plüsch
Und wir haben ja auch noch unser Schaf. Genau, so viele Freunde hat Slimer jetzt schon. Relativ cool. Slimer kostet übrigens 14,90 Euro. Und ja, zum Schluss kommen wir natürlich noch zu unserem T-Shirt. Ich weiß noch gar nicht, was es ist. Das ist das größte Geschenk, was ihr mir gerade machen konntet. Es ist ein Pokémon-T-Shirt. Ein Pokémon-T-Shirt. Ja. Ist das nicht stark? Damit werde ich jetzt demnächst rumlaufen. Und ich bin ja hier auch ganz groß am Pokémon suchen und so. Oh, im Zuge des aktuellen Pokémon-Fiebers das passende Outfit. Das James-Bond-Design verleiht dem Shirt die richtige Ernsthaftigkeit. Das ist mega, Leute. Das ist mega. Danke, die Box ist der Oberhammer. Und ich habe mich nämlich eben etwas verwirren lassen. Denn weil ich habe hier Pikachu gesehen und dachte gerade im ersten Moment, es gibt den Pikachu als Tier. Weil den will ich auch haben. Ich will ganz viele Pokémon-Kuscheltiere haben. Und Slimer ist natürlich auch Bombe. Und dieses T-Shirt ist sowas von Bombe. Und ich weiß, dass mein Bruder mich sowas von beneiden wird. Ich werde gleich erstmal ein Foto davon machen und es ihm schicken. Und ich bin gerade überglücklich über diese geilen Sachen. USB-Stick, der Energy Drink, Slimer und dieses mega T-Shirt. Und ja, immer noch zu verschenken. Dieses Comic-Heft könnt ihr haben. Es ist die spektakuläre Nummer 1. Und es gibt auch garantiert Comic-Helden unter euch. Comic-Fans, die vielleicht sogar diese Dinger sammeln. Und meldet euch bei mir, schreibt es mir in die Kommentare, wer Bock da drauf hat. Und ja, ich bin gehypt gerade wie Sau. Und ich freue mich auf die nächste Loot Raider. Und ich hätte gerne, liebes Loot Raider Team, solltet ihr in irgendeiner Form dieses Video sehen, macht doch bitte, bitte eine komplette Pokémon-Box das nächste Mal. Damit würdet ihr mich richtig glücklich machen. Und ich sage bis dann, meine Lieben. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.